So, herzlich willkommen zum achten Let's Play in Minecraft unserer Streaming World. Kreativ. Ja, heute seht ihr mal beide in Arbeitskleidung. Ich in Overall und Schneckepraxis ja in Arbeitshose. Ja. Ja, Salut. dann geht's erstmal los, ja. Da oben seht ihr dann richtig, wie es aussieht. Ja. Ich fühle mich beobachtet. Hilfe. Was hast, hast du eine Metallhand oder so? Metall. Sieht so aus. Ja. Fehlt nur noch der Haken. Bitte nicht. Aber dann geht's erstmal weiter hier. Ah, die können erstmal weg hier. Die waren ja nur, damit man es besser erkennt. Achso, die Lampen, ja. Ja. Ich hatte jemanden für Knochen verloren. Uff. Dann geht's erstmal in den fetten Projekt erstmal weiter hier. Krieg wie den Axolotl. Ah, sind noch alle da, so wie es auch sieht. Aber ich vermute mal, es wieder. Ja. Naja, umgekehrt, muss wieder einstellen. Wenn du deine Ego-Perspektive haben willst. Nee. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte mein Inventar. Ach so. Naja, weil leider ist der Spieler 2 immer nur Gast. Leider. Und jedes Mal, wenn man neu reinkommt, muss man immer neu machen. Ja, eine Schicht. Mein Inventar wird nämlich immer resettet. Ja. So eine Schicht kommt, das wird nämlich die Dachschicht. Die Schädis und die Squids. Und danach kommt erstmal ein Sozial, eine Sozialwohnung, kommt er erstmal dahin. Wo? Ganz große Sozialwohnung will ich hier bauen, richtig im fetten Ach so, Block. das, was du da gerade machst. Ne, das ist ja der Wolkenkratzer. Er kommt hier in der Nähe hin. Vorher muss ich aber irgendwo in der Nähe noch den Boden ebnen. Das hier meinst du ja. Ja. Und später kommt noch ein Fluss durch und ein paar Straßen noch. Ein Und Lam Geheimversteck. und Lampen. Da können wir noch hinkleistern. Und dieser Bereich hier eignet sich sehr gut als Geheimversteck, wie du Ja. gesagt hattest, ja? Ja. Hoch genug ist das, falls du da drin irgendwas haben möchtest. Ein Labor oder irgendwas. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Blöcke hoch. Ja. Ist das stimmt? Ja. Hier ist ja das Loch. Bei dem Gebäude hier muss ich auch noch ein Loch machen. Ah, jetzt kommt unser Nachbarn. Mal wieder. Ne, das man nicht hier kommen. Aber man hat sie, zumindest wir, haben sie gehört. Ja. Ja, das ist dieser jetzt Geheimversteck. Ja. Stimmt's? Oho. Das Einzige, was offen ist, ist der ist das Aquarium ist offen oben. Das hier. Blub. Das meinst du? Ja. Reingesetzt hatte ich nicht unter die Glasschicht, oder? Nee, das, wenn das Ganze unten ist, da haben wir nur die Beleuchtung drin, da ist nichts drin. Hm?
Warum ist das hier so leer auf einmal, da wo du gerade bist? Ich glaube, hier hatte ich auch noch gar nichts gesetzt gehabt. Ja, hier schwimmen nur ein paar Tintenfische rum, das war's. Und ein paar Shigis, ganz weniger. Ich glaube, da muss ich nochmal nachsetzen. Ich weiß nicht, ob die Tiere gestorben sind oder so. Ich weiß nicht, ob Seepflanzen und sowas Pflicht sind. Eigentlich nicht. Die sind nur für das Dings. Ah, jetzt weiß ich, du hast sie ja getötet und weil die sich immer verschwommen haben, hast du die meisten getötet erstmal. So ist's. Deshalb hast du ja ein paar Fische getötet, die so weit unten waren. Die einfach mit dem Bogen weggeklatscht hast. Erst mit der Armbrust und später hast du mit dem Bogen gemacht. Ja, wie ich gesagt hatte, die Armbrust und ich werden keine Freunde. Aber bei der Armbrust weiß man nie, ob die gesichert ist. Das ist mir das Problem. Kann es sein, dass du ja noch nicht fertig geworden bist mit dem Boden aussehen oder Nee, hast du das, das ist so mit Absicht. dass das hier so Ja. abwärts geht an dieser Ja. Stelle hier? Weil da unten die Brücke ist und da habe ich einfach glatt gemacht, damit er ein bisschen mehr Nutzfläche hat. Und nämlich schon ganz unten in der, wo der Durchgang ist. Und da habe ich ein bisschen mehr Nutzfläche drauf gesetzt. Auf dieser Erhöhung kann man nicht gut betten oder irgendwas entgleistern. Also die Schwarzwälder sind auch noch da, wie du hier Ja. siehst. Ja. Auch wenn sie sich hier unten sammeln. Also geht's ja wenigstens noch. Ja. Weil es ja nicht so tief, deswegen ja. Deswegen haben wir auch nur Kleintiere da drin. Die Fische. In diesem Mini-Bassin. In diesem Mini-Bassin. Der Pool, den ich gemacht habe. Ja. Hab hier erstmal meinen Respawn-Punkt gesetzt, auch wenn das nichts bringt. Weil man kann nicht wirklich sterben. Außer man fällt ins Void. Dann ist man natürlich Game Over. Setzt du am besten da auch deinen Respawn-Punkt erstmal da? Auch wenn das unwahrscheinlich ist, dass wir den brauchen. Es wurde gesagt, ich kann nur nachts schlafen und es ist eigentlich dunkel. Kurioserweise. Und hier runter soll ja auch noch was lang führen. Jedenfalls so ist unsere Planung, nicht wahr? Oh, geh doch mal runter, ja. Ja, da haben wir selber schon, da kannst du jetzt bleiben. Ah, und du zerlegst ihn natürlich. Ich wollte ihn eigentlich so komplett runterschubsen, so dass er nicht hier rumläuft. Und hier oben lass auch wieder ein Loch, damit man hier durchkommt. Auch wenn es diesmal nicht ganz die Mitte ist. Ja. Oder ich mal zu und dann suche ich mal die Mitte. Gucken, das mittlere Fenster ist genau hier. Das ist eine gute Frage. Was könnte man hier reinmachen? Aber natürlich muss das abgesichert werden hier, damit man nicht ins Wasser plumpst. So, einen Punkt habe ich schon mal gesetzt. Dann muss ich hier die Mitte finden. Der ist hier. So, dann kann das hier zu.
Ja, hier ist auch ein Loch dann, um Ab durchzukommen. ins Loch. Ja. Boah, jetzt, ey. Hallo, hier ist noch keine kostenlose Mieter. Ein Creepermann. Ja, dafür mache ich jetzt Licht. Die kostenlosen Mieter jedes Mal. Mietnomaden. Ja. Ich wette, die Mietnomaden. Er muss seine Zombie-Freunde jetzt nicht erholen. Was war da hinten gewesen? Ah ja. Oder falsche Denk. Garantiert ein Mietnomade. Der denkt auch, der kann sich alles erlauben. Ach, genau hier. In welchem Raum war er? Den obersten. Ah, da, ich sehe ihn. Da warst du ihm vorbeigehuscht. Zum Glück explodiert er nicht. So, der Mietnomade ist besiegt. Unerwünscht. Stimmt, Ja. Mietnomaden sind unerwünscht. Ja. Da, das meine ich. Das ist das böse Omen. Ja. Und wenn ich jetzt in ein Dorf gehen würde, das wäre, würde er zu überfallen werden. So, weg ist es. Wie ich gesagt habe, mit Milch kann man jede Statusveränderung negieren. Wie ich eben gerade bewiesen habe. So, weg damit. Brauche ich vielleicht ein andermal wieder. Nicht wahr? Ja. Ja, ich will nicht die Mitte getroffen. Doch. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Aha. Was war das denn für ein blaues Etwas? Ja, schon besser. Was war das denn für ein blaues Etwas, was da an mir vorbeigeflogen ist? Mit Puschel. Den hat man ja nicht gesehen, den Puschel. Der Il Giovanna. Boah, hier. Da, hier oben kannst du gleich verzweifeln. Zombie Party. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes Zombie Party. Sind ja fast nur Zombies, die hier rumlaufen. Ja. Und auch ein Creeper-Mann, wenn ich das da recht richtig gesehen habe. Da dürfen wir etwas anderes rennen. Der steckt, das steckt fest. Ja. Das Phantom. Das hat festgesteckt, das Phantom.
Hier ist der Creeper. Die Zombie-Party muss gecrashed werden, bevor sie anfängt, ja. Ja. Und den Energy habe ich auch gleich mal aus dem Weg geräumt, der hier rumlief. Deren Anführer ist ja schon tot. Und wieder eine Armbrust. Naja. Was soll man auch anderes erwarten, wenn man Illager tötet? Die sind nicht sehr, die sind nicht versiert in Sachen Umgang mit dem Bogen. Die sind nur versiert in Sachen Umgang mit der Armbrust. Was ich überhaupt nicht ab kann. Wie ich in ein paar Let's Plays zuvor gesagt habe. Oh, hier oben läuft ein Spider-Man mal wieder vorbei. Ich glaube, ich spinne. Warum ist das Gerät? Ja, den Kollegen meinst du ja. Ja. Soweit alles sauber. Ja, was meinst du? Ja. Das ist hier keine Tierhandlung, deswegen ja. Oder Mobhandlung. Ja. Boah, das pisst. Plumps. Plumps. Ja, das dürfen wir. Ja, drei Balkons habe ich schon fertig. Dreimal Balkonien? Ja. Oder soll ich lieber einen anderen Zaun hier reinstellen als Kirsche? Ender. Kleister, die haben wir schon. Ja. Wie gesagt, ich bin kein Freund mehr. Das Ding und ich wären keine Freunde. Nicht in einer Million Jahre. Zumindest hier farbtechnisch würde Bambuszaun passen. Ja, auf dem Gold. Es muss ja auch dafür gesorgt werden, dass man nicht aus Versehen in das offene Basin fällt. Oh. Da sind Haie! Oh. Nicht wirklich. Hast du viel? Hier kann man ja nicht. Hier kann man ja nicht so scharf rasen, stimmt's? Ja.
Diesmal perfekt getimt. Genau an der Stelle, wo es einen Knick macht, angehalten. Kommt mir, was ist denn hier los? Hat hier einen Fehler drin an der Seite? Das ist ja komisch, da muss ich jetzt mal. Hab keine Ahnung. Muss ich erstmal hier gucken? Oder ob das so ist? Ne, hier ist es gerade. Das ist ja komisch. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Hier sind zwei Fenster direkt dran. Ah, hier ist eine Reihe mehr da. Ha. Ja, Tatsache. Muss ich die Reihe nochmal abreißen, ja? Nicht so schlimm. Sind zwei gewesen. Hier kommt auf jeden Fall irgendwas hin, irgendwann. Ja, die Seite ist dann scharf, die ist jetzt richtig. Nun drinnen muss hier noch was machen. Ist ja auch, ist ja sicherlich auch schon aufgefallen, dass es manchmal nicht hinterher kommt. Ja. Wenn du schnell was platzierst. Ja. Bei der 5 heißt, wir haben noch nicht ausprobiert, ob es da auch so ist. So. Jetzt muss ich auf der anderen Seite gucken, ob da der Fehler ist. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Und bei der Seite. Ja, hier ist er nicht. Auf der Seite. Also alles easy peasy. Ja, war nur die eine Stelle. Die da merkwürdig war, ja. Ja, und die muss ich jetzt erstmal korrigieren hier vorne. Ja. Die Lichterreihe da, ja. So, jetzt haut's hin. Das ist ein Doppel. Da ist das Fenster so. Hier ist es auch so. Das ist auch doppelt, hier auch. Ja, jetzt haut's hin. So wie es sich gehört, ja. Ja. Bambus oder Bambusmosaik? Was solltest du nehmen? Nimm das rechte. Bambus-Mosaik? Ja. Das ist etwas dunkler. Hier sind zwei Reihen. Hä? Ist auch schon wieder ein kleiner Fehler. Das ist ein Einzelteil und hier ist eine Doppelreihe. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Mal gucken, ob keiner guckt. Ja. Da sieht das so aus, direkt dran an der Mauer. Ist auch eine Fläche zu viel auf der Seite. Die Schildkröte hier. Muss ich hier mal glatt durchgucken. Hier schließt das hier komplett ab. Hier ist es komplett abgeschlossen. Mal gucken, ob es hinten auch abschließt komplett. Ja, Tatsache. Also solange ich die Balkons komplett rankriege. Aber irgendwann, wenn ich das Dach oben rüber mache, dann muss das schon stimmen, richtig? Muss das schon stimmig sein, ja. Ja, ich glaube, in der Länge ist das hier. Hier sind es 4 Steine. Hier sind es auch 4.
Hier vorne sind es 5. Hier sind es auch 5. Also da stimmt schon mal alles. Ah, hier ist eine Doppel. Hier, ich habe den Fehler gefunden. Hier vorne ist er. Das war bei der anderen Stelle anders. Ja. Das weg. Und das waren. Auch bei dem Übergang soll man ja nicht ins Wasser fallen. Ja, gut, hier stimmt jetzt alles auf der Seite. Jetzt muss ich die andere Seite kontrollieren. Hier stimmt das auch. Hier ist es auch so. Jetzt stimmt alles. Hat alles seine Richtigkeit jetzt, ja. Ja. Die beiden weg. So können die, die hier forschen, den Bereich und auch den großen Bereich benutzen. Oh. Was hast du geguckt? Ach so, Ja, wie wie viel viel? Zeit wir noch haben. Ja. Aber es ist am besten, wenn ich in allen vier Richtungen dieses Konstrukt hier baue, oder was meinst du, Benja? Sieht schon krass aus. Die Blöcke hätte ich ja. Und das ahnt keiner davon was, weil man sieht es von außen nicht. Ja. Da kann man wirklich sagen, Geheimlabor. Nicht wahr? Muss aber natürlich darauf achten, dass ich genau diese beiden hier erwische. Du hast das ja vier breit gemacht. Ja. Aber der sieht wirklich gut aus. Das Bambusmosaik, da hast du recht. Es passt für nichts nur zum Zaun. So, alle Balkonkrone sind überdacht. Damit sie nicht nass werden, wenn sie rausgehen. Ja. Die nächste Ebene, da kommen Balkone hier vorne so rein. Und hier hinten wird lang gebaut. Und später wird das hier schräg überdacht. Mit Treppen, ja. Ja. Ich hatte zuerst überlegt, hier unten was hinzumachen, aber dann hätte ich das Wasser abgelassen. Und das muss ja nicht sein. Nicht wahr? Und bis nach unten bauen, dann kommen die Tiere nicht mehr durch. Wenn sie denn schwimmen, kommen die Tiere da dann nicht mehr durch. Genau, weil ich an den Stellen ja was hier, den Balkon, den mache ich einmal komplett durch.
Das ist halt der Vorteil von Kreativ. Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Nicht wahr? Ja. Vor allem, wenn man alle Blöcke hat und die beliebig oft verwenden kann. Wir könnten Überleben zwar auch machen, ja, aber Das dauert. erstens das und zweitens sind wir da stark eingeschränkt. Ja. Wie gesagt, man sieht nichts. Von draußen sieht man nichts. Wenn ich das hier jetzt wegkloppen würde, dann würde man es merken. Stimmt's? Ja. Also es soll ja geheim bleiben. Nicht wahr? Ja. Stell dir mal vor, Geheimdienst noch hier einprogrammieren. Boah. Das wäre auch eine krasse Idee, oder? Ja. Wenn sie einen Geheimdienst hier einprogrammieren. Wir hätten so eine gute Base dafür ihre geheimen Machenschaften. Ja. So, jetzt sage ich das alles im Kreis. Hier kommen Zäune hin. Du hast Zäune noch, dann kannst du die hier gleich mal hier vorne hin klatschen. Auf jeder offenen Seite einen Zaun. Hier, an den Außenteilen. Meinst du den Kirschzaun? Ja, kannst du auch den Bambuszaun nehmen, wenn dir da ist, dann haben wir Nee, wenigstens. für draußen nehmen wir Kirsche. Ja. Aber erstmal mache ich das hier fertig, dann kümmere ich mich drum. Bin dann überlegen, ob ich die Türen in der Mitte mache oder in den Außenteilen. Bin ich an überlegen, wie ich die Türen Wie mache. mein? Ob ich die Türen zu diesem großen Balkon hier anbringe oder eine Mitte, weil ich will ja zwei eigentlich haben. Da wäre es doch eigentlich besser hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wenn du das so haben willst, dann ist es wirklich besser an den Seitenwänden. Ja. Ja. Dass die Türen von außen nach innen gehen. So. So. So dass von innen da der Platz zum Schlagen ist, beziehungsweise Platz zum Stehen ist, das Ja. meinst du, ja. Ja. Oh. Die Basis und der Grundgedanke von dem geheimen Ding hier ist schon mal gesetzt. Aber für außen, da würde ich wirklich Kirsche nehmen. Ach, hier ist der Ausgang. Und dann hier bei diesem Leuchtblock. Hier längs, ja. Ja. Zwei hoch oder ein hoch? Ja, ein. Also so, ja. Ja. So meinst du bestimmt. Ja. Da sind schon wieder Mietnomaden.
Immer diese Mietnomaden. Also die meinen wirklich den Bereich, wo Licht durchdringt. Das Skelett, das stand hier, anstatt hier. Die meinen wirklich den Lichtbereich. Ja. So, Mietnomaden wieder beseitigt. Wags. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Wags. Irgendwann werde ich ihn enchanten, den Bogen, auch wenn er mir nicht viel bringt, auch wenn das nicht zu viel bringt, aber es sieht einfach cooler aus, wenn er verzaubert ist. Und du kannst dir ja denken, welche Verzauberung ich wählen werde. Pyro. Genau. Verbrennung. Das hier sollen ja die Balkons sein, ja? Ja. Ey, du bist fehlplatziert. So, Berüstungen stehen. Ja. Schon wieder eine Mietnomaden. Wo kommen die denn her? Was wollen die hier? Hier wird nicht vor Fliege eingecheckt. Ja. Hier müsst ihr bezahlen. Also bleibt wohl, also bleibt weg. Da sind drei, ja. Und hier sind drei. Ah, nochmal hier ein Doppeldings in der Mitte. So. Das muss bezahlt werden, das ist ein Luxushotel und kein Mob. Und keine Mobfarm. Ja. Also mal ernsthaft. Ich hab da so einen kleinen Gedanken, dass wir... Hoppala. Hoch mit mir. Guck mal den Turm an. Ich bin fast auf die Höhe des Turms, da. Das guckt nach oben raus. Ich überlege gerade, ob man von hier... bis hier so ungefähr eine Überdachung machen mit Flachdach. Das kommt ja auf der nächsten Ebene mit dem Flachdach. Also besser als so ein schräges Dach, dieses blaue, nämlich da. Blau? Ja. Meinst du das da? Genau. Den Prismarin? Ja. Nee. Ich würde sagen, dass wir hier. Entschuldigung. Dass wir hier ein bisschen Kirsche. Setzen. Halt nur über diese Wege hier. Alter, was macht der denn hier? Schon wieder ein Mietnomade. Ja. Dennoch wird explodieren das. Ja. Das müssen wir nicht haben. Hier muss definitiv mehr Licht hin. Nützt nichts. Hier muss mehr Licht hin. Dann macht er ein paar Raumabtrenner und dann füllst du die oben so wieder mit Licht aus. Wie Raumabtrenner? Kannst ja vier Räume oder so draus machen, wenn du willst.
Und schon hast du mehr Licht drin. Weil hier, dieser Bereich ist stockdunkel. Der stockdunkel, der Bereich. Die Scheiben kommen noch, stimmt's? Ja. Rundum Balkon. Geheime Station. Wer weiß, was hier gehorcht wird. Ja. Noch weiß man es nicht. Noch! Nicht wahr? Ja. Das war der Unterwassertunnel. Nicht wahr? Nicht, dass hier wirklich noch geforscht wird, wie man Creeper am besten los wird. Dann können wir aber nicht, dann können wir aber nicht mit diesem Material bauen. Ja. Da sollte man Bruchstein nehmen. Uh-oh. 8 Minuten. Also. Hab zwar jetzt gerade nicht viel geschafft. Aber naja. Hä? Soll das so bleiben? Wo unsere eine Seite nicht ausgefüllt. Das meine ich. Tatsache, da ist ein falscher Stein drin. Schon besser. Ja. Blub, 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 blub. Uff. Mann, das war ja eben gerade schwierig. Am besten die Steine noch ein bisschen abzählen. Nicht, dass er die wahllos irgendwo rein klatscht. Wenn du magst, dann war auch unsymmetrisch nicht. Das stimmt nicht ganz. Da kam das Wasser noch nie mal durch. Was wäre das Beste? Ich habe es jetzt nur provisorisch gemacht. Damit hier etwas mehr Licht zu haben ist. Was war eigentlich dein Gedanke dahinter, das nur 3 Blöcke hoch zu machen, das hier? Da geht auch das Aquarium durch. Hier, in der Mitte. Ja, hier, aber ich meinte jetzt, hier, diese Raume. Das liegt daran, war doch da drinnen, hier, das hier ist da. Das hier, das Dach, wo du gerade drin bist. Ich bin etwas weiter unten. Achso, du bist in der Wir werden mal gucken, welcher Schicht du jetzt von bist. Oder bist du in dieser hier? Ich glaube, da bin ich. Da will ich den Uni. Da sind 3 Schichten in Tatsache. Warum wir in dem Dach?
Hat der Ding zwei Geheimgänge wohl drin? Im kleinen. Geheimräume. Ja. Und die gehen alle in die unteren vier, in die großen, in die vier großen unteren Etagen. Ich bin jetzt auf dieser Höhe hier. Wow! Oh. Boah, ein Enderman noch. Ja, porte dich lieber weg. Du bist nicht erwünscht hier. Und dann auch noch mit einem Grasblock. Verschwinde. Aber ich denke mal, der ist hier drinne, weil du siehst ja, was da los ist. Was hier draußen los ist. Der Kollege hier ist nämlich wasserscheu. Aber wenn er keine Miete zahlt, dann hat er ja auch nicht drin zu sein. Eigentlich nicht. Und ich bin noch um willkommen. 3 Minuten. Die ganzen Secret Areas hier. Nur den 3 mache ich jetzt noch fertig und dann war es das erstmal. Wo Ja, waren das hier? konnte ich sehen lassen mit den Balkons hier. Wo waren hier eigentlich nochmal der Ausgang? Da irgendwo ist hier oben ein Loch. Ach, da, entdeckt. So, dann verabschieden wir uns erstmal. Ja. Mal hier vorne, da. Gucken wir best. Ah, ganz unten bester. Tür zu. Und baust denn jetzt überall Kloster und hin? Ich habe nur. Nur weil ich. Habe ich gemacht, weil. Wo hast du dich? Ganz oben bin ich. Ach, ich sehe dich. Ja, immer hier in der Mitte, wo er Licht ist. Was ist mit dem neuen Charakter los, ey? So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video erstmal Ja, war. war und wir sehen uns im nächsten. Ja, und tschüss. Ciao.